Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Jurassic Park Operation Genesis. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wir haben hier noch ein paar Meldungen, die wir jetzt erstmal abarbeiten müssen. So, Gallissimus 60%, den können wir jetzt gleich ins Gehege bringen. Was sollen wir deswegen tun? Flammklippen wurde wieder nichts gefunden. Überreste vom Parasaurolophus entdeckt, wurde verkauft. Leistungsrückmeldung, die Leistung ihres Parks ist auf 1,5 Sterne gestiegen. Da waren wir schon mal, jetzt sind wir wieder da, nachdem wir kurz mal runtergesackt sind, weil wir kurz mal Alarm auslösen mussten. Schön, Sie wieder zu sehen. So, und jetzt kommt der Gallissimus, obwohl der ist gar nicht so beliebt. Ich dachte, der ist beliebter. Na gut, was ist das hier eigentlich? Schnell mal gucken. Klar. Jetzt machen wir erstmal das, da können wir mal bei Forschung reingucken, was das ist. Das habe ich nämlich hier schon mal gesehen. Hier. Beschleunigt die DNA-Gewinnung. Beschleunigt das Dinosaurierwachstum in der Brutstation. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Achso, wir warten aber ganz kurz, bis der Gallissimus gleich rauskommt. Schön, Sie wiederzusehen. Hey, den kennt man auch noch aus den Jurassic Park-Filmen. Nachricht von John Hammond. Oh, John Hammond, schon wieder? Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein, sich den jüngsten Neuzugang unseres Parks anzusehen. Der Gallissimus, ein seltener asiatischer Dinosaurier, kann ab sofort besichtigt werden. Viel Vergnügen. Wie komme ich denn eigentlich immer auf Gallissimus? Der heißt Gallissimus. Steht ja auch da, Gallissimus. Ja. Sorry. Wir würden gerne über Ihre Leistung. So, neuer Quartalsbericht. Alle engen Vorstandsmitglieder sind der Meinung, dass ihre Fortschritte zufriedenstellend sind. Wir wollen noch besser werden. Wir würden gerne über Ihre Leistung. So, Flammklippen wurde mal wieder nichts gefunden. Gallissimus. Ich blamier mich echt bis auf die Knochen bei diesem Spiel. Hier ist schon wieder schlecht. Dann können wir die mal nach hier schicken. Ach so. Wir könnten ja mal gucken, wie es allgemein hier oben aussieht. Da dürfte jetzt auch eigentlich nicht mehr viel sein. Schlecht, erschöpft, aber es ist noch was da. So ist es jetzt nicht. Gut. Was sollen wir deswegen tun? Neue Lieferung am Fossilienmarkt. Wir müssen eh noch ein bisschen warten. Hier läuft's prächtig. Bis der Zaun fertig ist. Und wir haben jetzt auch nicht mal so viele Knete, dass wir jetzt nochmal schön einkaufen könnten. Gallissimus. Das habe ich wahrscheinlich bei der nächsten Folge eh wieder vergessen. Und sag wieder Gallissimus. Aber ich dachte, im Film haben die Gallissimus gesagt. Aber da war das noch ein anderer, ne? Die sahen genauso aus. Ne, die haben auch Gallissimus gesagt. Jetzt. Irgendwas war da komisch. Was machen die denn für einen Krach? So, auf jeden Fall haben wir jetzt welche da. 4 Stück. Nachricht von Dr. Grant. Sind doch, glaube ich, Herdentiere, wie man hier so sieht. Also ich glaube, das ist auch im Spiel berücksichtigt. Was sollen wir deswegen tun? So, hat nichts gefunden, setzt die Suche aber fort. Gallissimus. Warum haben wir denn jetzt auf einmal so viele von denen? Ich habe 4 neue gemacht, ne? Dringende Nachricht von Dr. Grant. Okay, Stufe 2 Zaun, das ist gut. Dann würde ich jetzt ganz gerne eigentlich... Erhöhe die Sicherheit im Park. Das ist ein Wachturm. Kameras. Supersignal. Sperrsignal meine ich natürlich, nicht Supersignal. Zaun 3 wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Was wir jetzt natürlich zuerst mal machen könnten, wäre den Zaun hier upgraden. Nachricht von Dr. Grant. Ich glaube, den kann man verbessern. Ich weiß gar nicht, ob es der komplette ist. 11.700, das müsste der komplette sein, ja. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, den hier zu verbessern. Müssen wir wahrscheinlich eigentlich sogar auf Stufe 3 bringen bei dem Dino, aber... Gut, dann könnten wir jetzt eigentlich uns mal schon mal mit dem Raptorengehege beschäftigen. Weil die brauchen ja definitiv nur Stufe 2 Zaun. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den hier vielleicht irgendwann mal auf Stufe 3 bringen, von daher schließe ich das da mal nicht an. Was ist nun? Achso. Müssen das einmal so bauen und dann hier rüber. Ja, ich denke, so geht's. Ja gut, die Raptoren brauchen, sind jetzt nicht so eine großen Dinos, dass die so viel Platz brauchen. Von daher ist das, glaube ich, so ausreichend.
Na gut, die Ecke hier hätten wir uns jetzt echt sparen können. Ist ein bisschen blöd. Das ist ganz schön klein geworden, weil hier so viel Fluss ist. Na gut, wir gucken mal. So, da kommt auf jeden Fall eine Brutstation rein. Und auch, ich weiß, wir haben sie noch nicht, aber wir setzen trotzdem schon mal eine Fleischfutterspende hier rein. Frage ist jetzt, wohin? Am besten hier vorne, ne? So. Nochmal, und da hallo. Kommt Ziege raus. Man müsste von dem Aussichtsturm natürlich das auch gut sehen können. Ansonsten müssten wir hier nochmal einen hinsetzen. Was sollen wir hier so, tun? Gallimimus. Wir haben Überreste vom Gallimimus gefunden. Können wir auch nochmal gewinnen. Aha. Was machen die eigentlich gerade? So, unsere zwei Beine. Unsere vier Beine meine ich natürlich. Wo sind sie denn? Da. Da flitzen sie. Ich finde das Spiel echt, eigentlich für das Alter, was dieses Spiel schon hat, finde ich es echt genial gemacht. Was sollen wir so, wir haben Velociraptor gefunden. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's doch los hier. Gute Entscheidung. Das müsste doch jetzt langsam reichen, um die zu produzieren. Aber jetzt ist natürlich das Problem, dass uns das Geld ausgeht. Und es wird dreckig im Park. Das heißt, unsere Putzstation reicht wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr. Gut, da war jetzt einer. Ja, ist jetzt nur ein Feld, ne? Da ist auch gerade jemand am Putzen, von daher noch ist okay, glaube ich. Aber es wird langsam eng. Nachricht von Dr. Wu. Gallimimus Genom ist zu 65% vollständig. So, jetzt geht's los. Dringende Nachricht von John Hammond. Leistungsrückmeldung. Die Wertung des Parks ist auf 2 Sterne gestiegen. Die Berühmtheit des Parks weitet sich aus. Yes. So, und dadurch haben wir auch Zugang zu einer neuen Ausgrabungsstelle. Und da gehen wir natürlich allen, wo Nachricht von der T-Rex gewohnt hat. Das war nochmal wo? Spinosaurus finde ich natürlich auch ganz cool. Spinosaurus Ägyptikus. Aus dem 3. Jurassic Park Film, glaube ich. Aber der ist in der Genini-Formation, genau. So, und der ist Judith Flussgruppe B. Dann gucken wir mal. Judith Flussgruppe B hier. Ausgrabung frei. Jupp. Das hier ist jetzt auch erschöpft, von daher die können wir gleich abziehen und hier schicken. Gut, Mittelmaß, gut. Dahin. So. Wie sieht's hier aus? Mittelmaß, schlecht, Durchschnitt. Hm. Auch nicht so berauschend, aber es geht schon. Parasaurolophus gefunden. Haben wir vertickert. So, jetzt, was ist nun los, Dr. Wu? Ich bin echt gespannt auf den Velociraptor. Oh, jetzt wird's hier echt dreckig. Nachricht von Dr. Wu. Nein, es reicht noch nicht. 40%, ach, das gibt's doch nicht. Okay, dann können wir noch eine Putzstation bauen. Nachricht von Dr. Grant. Weil es natürlich so ist, dass ein schmutziger Park nicht so gut ist fürs Image. Was sollen wir jetzt tun? Flammenklippen hat nichts gefunden, setzt die Suche aber fort. Ich weiß nicht, warum ich diese Info immer kriege. Ich meine, ich mach doch, gib doch meinem Chef auch nicht. Wenn ich da auf Arbeit bin, da sage ich da zu meinem Chef auch nicht. Ich habe nichts gemacht, aber ich mach weiter damit. Ich habe keine Lösung für das Problem gefunden, aber ich suche weiter. Erzähle ich ihm alle 5 Minuten. Er freut sich immer sehr drüber. So, jetzt kommen wieder neue Besucher. Spült wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Vielleicht können wir den Parkpreis auch mal irgendwann anheben. Da bin ich aber immer sehr vorsichtig mit sowas. Weil das kann auch mal nach hinten losgehen. Habe ich zumindest immer die Befürchtung. Mann, ich habe jetzt aber echt keinen Bock mehr zu warten, ey. Ich will jetzt Raptoren haben. Spannung steigt. Wir sind übrigens bei 63 Besuchern im Park. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Luft, aber noch wirklich nur noch ein bisschen Luft, was jetzt hier unsere Schutzräume angeht. Oh, jetzt ist schon wieder so eine lange Schlange an den Toiletten, ey.
Das kann aber nicht sein. Die können sich doch mal... Guck mal, hier ist eine Toilette, da steht kein Mensch an. Die ist genauso kostenlos wie die andere. Wenn wir hier jetzt Geld verlangen würden, würden sie denn alle dahin gehen? Ich weiß es nicht. Hier steht auch keiner. So, was machen denn unsere vier kleinen Freunde? Da, die kämpfen. Nee, sah nur so aus. Nachricht von Dr. Die Gallimimus. So, hast du Raptoren gefunden? Ja, Silberablagerung. Hey. Die helfen uns jetzt nicht unbedingt weiter. Da gut, doch ein bisschen mit dem Geld. Aber sonst nicht. Komm mir ja nicht nochmal an, wenn du keinen Raptor gefunden hast. So, hier stapft eine Kuh munter durchs Gehege. Zwei sogar. Also es sind jetzt tatsächlich mehr Kühe als Dinosaurier in diesem Gehege. Wahrscheinlich hier auch schon mehr Schafe als Dinosaurier. Oder nee, ich sehe hier noch gar kein einziges Schaf. Kann natürlich auch sein, dass es wirklich so intelligent ist und wenn kein Dinosaurier im Gehege ist, dass es dann gar keine Schafe ausgibt. Wäre natürlich cool, weil ihr seht natürlich, eine Kuh kostet uns auch 80 hier. Das kostet eine Ziege. Schön, sie 50. Wiederzusehen. Ist auch nicht gerade günstig. Ja, rein theoretisch könnte man hier natürlich nochmal so einen Aussichtspunkt bauen. Wie teuer sind denn die? Auch 3000, das geht aber. Nachricht von Dr. Grant. So. Styracosaurus haben wir gefunden. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich heißt das, spricht man es auch anders aus. Styracosaurus oder so, keine Ahnung. Das habe ich nicht so drauf. Indominus Rex kann ich sagen, aber das andere nicht. Wir können jetzt hier natürlich auch nochmal ein paar Bänke setzen. Fällt mir gerade so ein. Weil das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Das sind noch keine Bänke. Nachricht von Dr. Grant. Dass sie sich hier mal ein bisschen hinsetzen könnten in unserem neuen Teil. Dr. Grant. Was sollen wir jetzt tun? Homalocephalus haben wir gefunden. Es wird langsam. Hier wollte ich rein. Absolut. So. Aber ich könnte auch hier gleich mal gucken, was die Forschung sagt. Dauert noch ein bisschen. Nachricht von Dr. Rein theoretisch, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich ein Einzelgänger ist oder nicht. Könnte man auch nochmal einen von ihm machen, aber lassen wir erstmal. Ich wüsste gern Ihre Meinung. So, 18% haben wir jetzt von dem Styracosaurus erforscht. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich auf Gallissimus gekommen bin. Gibt es einen Dinosaurier, der Gallissimus heißt? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Bin kurz davor, Google zu fragen. Ah, die hört gerade nicht zu. Sonst quatschst du mir immer dazwischen, dieses Mal nicht. Ja, und der Park wird langsam voller. Ne, hinten haben wir ja noch einen Schutzraum. Alles gut, wir sind ja schon bei 90. Ne, sind wir nicht. Doch, sind wir. Es sind schon 3 Schutzräume. Alles gut. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Dann bekommen wir auch keine Meldung mehr, dass die Besucher in Scharen das Gelände verlassen. Nachricht von Dr. Wu. Dr. Wu. Homalocephalus. Na gut, den haben wir ja schon. Da brauchen wir jetzt nichts weiter machen. Ich finde das auch immer assi hier. Guck mal. Die bezahlen sowieso schon $200 Eintritt. Müssen dann hier nochmal einen Zehner abdrücken, damit sie sich überhaupt die Dinosaurier angucken können. Mag ich in Parks immer nicht so. Aber ich habe Angst, wenn ich jetzt den Preis am Eingang erhöhe, dass dann keiner mehr kommt und wenn ich hier das zwar runtersetze, aber... So, Stufe 2 Zaun ist jetzt fertig. Dann würde ich jetzt ganz gerne die Dino-Safari erforschen. Obwohl wir hätten vielleicht auch erstmal Schirme erforschen sollen. Gallimimus! Gehen wir gleich mal wieder ins Genlabor. Okay. So. Man kann wahrscheinlich die Preise auch anziehen ein bisschen.
Ich habe nur wieder Schiss davor, das ist das Problem. Ich will die Raptoren mal, aber ich sehe es schon wieder kommen, dass wir diese Folge wieder die Raptoren nicht hinkriegen. Das nervt schon wieder. So, wir begeben uns mal ein bisschen nach unten und wandern mal durch unseren Park, weil mir eben gerade mal so danach ist. Ich find's cool hier. Bisschen verwinkelt die Wege, dass man nicht gleich gucken kann, wo es hingeht. Und was einen dort erwartet. Und wo die nächste Toilette ist. Nachricht von Dr. Wu. Dr. Wu. Gallimimus 74%. Wie lauten diese Anweisungen? Koritosaurus. Haben wir gefunden. Es wird langsam. Gewinnen. Absolut. Geht da los, aber die falschen. Dr. Grant, ich wollte doch Velociraptor haben. Das hat er sich noch nicht gemerkt. Ja, ich merke schon, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss und hoffen, dass wir in der nächsten Folge weiterkommen, dass wir da den Velociraptor kriegen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal gerne einen Daumen da. Nachricht von Dr. Grant. Wartet kurz. Oh, Goldablagerung hat er nur gefunden. Dann die können wir nochmal schnell verkaufen. Hier läuft's prächtig. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen da, schreibt einen Kommentar oder abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Nachricht von Dr. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und da gucken wir uns dann den... Dringende Nachricht von Dr. Settler. Ich kriege hier eine Meise. Das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Dringende Nachricht von John. Machen wir in der nächsten Folge alles. Und, genau. Dann hoffe ich, seid ihr wieder dabei. Nachricht von Dr. Jetzt geht das hier los, das ist ja unglaublich. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von mynika.de.